Achso. Ja, die Pfeife ist super. Ich hab grad voll lang für gebraucht. Na, die Pfeife ist einfach recht cool. Ich benutze die immer als Replace-Tool. Das sollte ich mir auch mal angewöhnen. Ich nehme irgendwie immer das Goldschwert. Ich weiß nicht wieso. Also wir bearbeiten gerade nochmal die andere Seite, weil die hat uns doch so überhaupt nicht gefallen. Da wäre das Urteil, glaube ich, ziemlich deutlich ausgefallen. So rum, also so wie wir es jetzt machen, sieht es schon etwas ansprechender aus. Wir bauen es jetzt nochmal fertig und dann... Dann schauen wir mal. Ein Scorchy ist gejoint. Yay! Ich wollte Java wieder mal irgendwie. Ich muss das echt schauen, das mit dem Texture-Pack ist echt behindert. Das ist schon wieder gefreezed. Weil wenn passiert, mehrmals hintereinander. Das ist aber so krass. Ja, das ist bei mir auch so. Naja. Mal, findet ihr das gut mit den Deko-Blöcken in den Säulen? Was ist das, oder die User? Oder halt die Zuschauer? Nein, euch. Okay. Ganz cool. Wenn du anfängst, so geschwollen zu reden, dann merkt man, dass du gerade am Aufnehmen bist. What? Oh, suspicious. Hallo, oder? Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, ich würde es auch oben mit dem Cobblestone-Sockel diesmal machen. Auf der anderen Seite... Ist Kontrast. Ja, eben, das ist gut. Jupp, wir machen es mal fertig und dann melden wir uns gleich wieder. Trollololololol, wir sind immer noch nicht fertig. Ja, da müssten halt echt noch 3 Flatscreens rein, oder? Nee. Ja. Warte. Noch 3 Flatscreens in meinem Zimmer. Junge. Wer nicht? Eigentlich nicht so oft wie Fernsehen tun. Ich gucke eigentlich fast nie Fernsehen. Jedenfalls. Und irgendwie abgewinnt. Ich find's auch vor allem total langweilig, weil man regt sich immer nur auf, wie plakativ die Werbung eigentlich ist. Ja, das ist mir relativ wurscht. Also ich zumindest. Werbung mache ich normalerweise immer irgendwas anderes. Ich kann die Werbung einfach überhaupt nicht leiden. Ich meine, jeder normale Mensch kann die Werbung nicht leiden, weil es einfach scheiße nervig ist, aber sie ist halt notwendig, um... Das ist im Prinzip, je schlechter die Werbung ist, desto besser merkst du sie dir. Deswegen ist die Werbung auch so schlecht. Ja, aber ich muss schon immer direkt daran denken, wenn ich die Werbung sehe, dass es Werbung ist und dass es einfach nur gequollene Scheiße ist und die nur Blödsinn labern, damit man die Sachen kauft. Ja, natürlich. Und eben, je schlechter die Werbung ist normalerweise, desto besser merkt man sich, desto mehr haben sie einen Rückkehreffekt. Weil eine Werbung muss entweder einfach nur schlecht sein, damit man sie sich merkt, oder einfach ziemlich awesome. Und ziemlich awesome ist schwer. Es ist leichter, eine schlechte Werbung zu machen. Ich finde so die beste Werbung macht immer noch. Ich sag nur. Das war nämlich mit Werbungen schlecht. Stimmt. Ja, die Werbung war auf jeden Fall witzig. Ob die jetzt gut war, ist halt die Frage. Ne? Wäre das nicht die Glitchkurs gewesen, wäre es halt nur halb so witzig. Ja, das stimmt. Ansonsten die Coca-Cola-Werbung ist immer noch ziemlich cool. Ja, das ist schon ganz cool. Eben, entweder Werbung muss einfach richtig gut sein, damit man sich merkt. Oder halt einfach schlecht. Ja, oder halt so bescheuert. Ja, eben, genau. Bescheuert und schlecht, das ist ja vom Gedächtnis blumen. Kann ich nichts dagegen tun. Du kannst nichts tun. Ja, Gott, mit Übergang schaut's scheiße aus. Ja, okay, hier an den Säulen finde ich die Schilder jetzt echt nicht ganz so super. Ja, doch. Trapdoors! Junge, sag da Trapdoors! Nein! Doch! Bilder! Der Leitern! Nee. Ich stelle mich jetzt hier oben drauf und beobachte euch nach unten. Ich sehe nichts, weil die Flagge so groß ist. Ja, und ich bin so oder so vielleicht irgendwann das voll gemacht, Chat. Ja, du verdrückst dich wieder. Also bis jetzt wäre ich immer noch für den anderen Sockel. Welchen? Den wir zuvor gebaut haben. Und Monty fliegt noch wieder. Monty? Nee? So?
ist Monty auf dem... Ach ne, ich hab verstanden, Monty fliegt hier dann. Na, ich flieg mal hier rüber. Ich finde die drei Dings einfach ziemlich mehr awesome als wie das komische lange Dings, was du da drüben gemacht hast. Ich bin einfach nicht der Fan davon. Mehr awesome. Ja. Okay. Ist ja awesome. Ja, awesome. Wo bist du hin, Scorchy? Überall. Überall. Und bestimmt und überall. Da hat wer gefehlt. So, Jungs und Mädels, wir sind jetzt soweit fertig mit den Sockeln und mit den Statuen sowieso schon vorher. Ja, jetzt könnt ihr entscheiden, welchen ihr von den beiden Sockeln besser findet. Wir sind uns da nicht so ganz schlüssig. Gut, das war's eigentlich soweit. Was ist mit Carp los? Ah, hab noch ein Nickerchen gemacht. Ah ja, gut, mit diesen Blicken auf diese Statuen würde ich dann mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme, beim nächsten Video und ich sag, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Carp, leck dich weg. Hat jemand mein Fleisch gesehen?